Ja, dann nimm Lieber mal. nicht. Ich mag meine Fingerkuppen da, wo sie sind. Ja, mit dem Barmann können wir auch noch reden. Barmann, einen Drink bitte. Gedulde dich einen Augenblick. Ich bediene gerade diesen Herrn hier. Aber der hat doch bereits einen Drink. Sag mir nicht, wie ich meine Bar zu füllen habe. Okay, das ist relativ sinnfrei. Wo sind wir denn jetzt hin? Okay, dann nimm den Becher mal. Dann untersuch mal den Aschenbecher. Das soll ein Aschenbecher sein? Sieht eher wie ein Bauchwegtrainer für Würgeschlangen aus. Was ist das? Schacht? Dann guck dir mal den Schacht an. Leer! Münzschlitz? Da kommen die Münzen rein. Ja, das klingt logisch. Die Sitzecke gucken wir uns auch noch an. Nicht gerade ein lauschiges Plätzchen. So, also ein Kaffee für den Bienenmann und den Typen, der den Tunnel gräbt, müssen wir noch finden. Milanio. Ja. Ich wollte Tür. Ah, jetzt komme ich hier raus, das ist gut. Aber hier mache ich nochmal kurz eine Pause. Ja, nochmal speichern. Und sag dann bis gleich nochmal. So, da bin ich auch wieder. Und wir machen direkt mal weiter. Und reden mit Juppie. Hallo? 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 Bleib mal gerade dran, ja? Willst du etwas Bestimmtes? Kannst du mir mal dein Telefon borgen? Du mir wohl mal dein Telefon borgst? Hör mal, das Telefon ist meine Existenzgrundlage. Nicht auszudenken, was passiert, wenn ich nicht erreichbar bin. Man stelle sich nur vor, ich lege es nur einen kurzen Augenblick lang aus der Hand. Zum Beispiel, weil meine Frau ruft, sieh nur, Juppie, es ist ein Junge. Und man stelle sich weiter vor, in diesem kurzen Augenblick, in dem ich zu meiner Frau hinüberschiele, fällt der Kurs meiner Aktien ins Bodenlose. Ich würde Millionen verlieren, weil ich nicht am Telefon war. Nur einen kurzen Augenblick lang. Ein einziger Augenblick der Achtlosigkeit. Und mein ganzes Leben ist zu Ende. Ah! Kannst du kurz mit dem Telefonieren aufhören? Kannst du mal kurz mit dem Telefonieren aufhören? Bestimmt nicht. Da ist gerade mein Broker dran. Es geht um Millionenbeträge. Du kennst nicht zufällig einen Weg hier raus, oder? Du kennst nicht zufällig einen Weg hier raus, oder? Nein, aber du willst hier sowieso nicht raus. Glaub mir, die Welt da draußen ist ein brutaler Ort. Die Fehler, die du da machst, haben echte Konsequenzen. Wenn du zum Beispiel mehrere Millionen Euro verlierst, nur weil du für einen kurzen, klitzekurzen Augenblick unaufmerksam warst. Zum Beispiel, weil deine Frau ruft, sieh nur, Juppie, es ist ein Junge. Dann wird dich die Schuld ein Leben lang verfolgen. Naja. Dann ist es nicht so wichtig. Ist nicht so wichtig. Telefoniere euch weiter. Das wollte ich ohnehin. Hallo? Bist du noch dran? Gut, da haben wir noch eine Tür. Wenn es jetzt hier richtig wäre. Oh. Okay. Ein Professor. Pflanzen. Dann gucken wir uns den Professor mal an. Da versteckt sich jemand hinter dem Sessel. Dann reden wir mit dem mal. Hallo. Hey. Du musst dich nicht vor mir verstecken. Wer weiß. Du könntest ja auch eine verkleidete Velociraptor sein. Ich heiße Edna. Ich heiße Edna. Angenehm. Ich bin Professor Nock. Nett, dich kennenzulernen. Was machst du da hinten? Was machst du da hinten? Ich betreibe Nock-Forschung in Paläontologie. Hinter dem Sessel? Wer sonst? Ein prähistorisches Skelett liegt nicht einfach in die Mitte des Zimmers. Das wäre dann nämlich längst allen aufgefallen. Das leuchtet ein.
Bist du etwa einer von diesen verrückten Wissenschaftlern? Bist du etwa einer von diesen verrückten Wissenschaftlern? Unerhört. Was bildest du dir ein? Die Jugend von heute. Sie sehen einen weißhaarigen Mann, der in einem Irrenhaus hinter einem Sessel kauert, und schon bemühen sie wieder dieses alte Klischee vom verrückten Wissenschaftler. Es tut mir leid. Ich wollte dich nicht beleidigen. Darf ich bitte den Kanal wechseln? Darf ich bitte den Kanal wechseln? Auf keinen Fall. Ich muss wissen, wie es ausgeht. Das Schicksal der Menschheit hängt davon ab. Es war der Gärtner. Es war der Gärtner. Unmöglich. Ich hatte die T-Rex im Verdacht. Vielleicht lassen sich Dinos ja in der Landschaftsarchitektur verwenden. Das sollte ich unbedingt einmal durchrechnen. Du kannst umschalten. Ich muss meine Aufzeichnungen überarbeiten. Ja, dann machen wir das doch mal. Willkommen bei den Börsen-News. Hier geht es nur um zwei Dinge. Kaufen und Verkaufen. Na toll. Vom Regen in die Traufe. Dann gucken wir mal die Börsen-News. Willkommen bei den Börsen-News. Hier geht es nur um zwei Dinge. Kaufen und Verkaufen. Okay. Dann sage ich das mal dem Juppi. Dass der hier Börsen gucken kann. Na, reden wir nochmal. Hallo? Hallo! Kaufen! Was sagst du? Kaufen? Nein, nicht kaufen. Nicht kaufen! Nicht kaufen! Nicht kaufen! Was sagst du? Na, ein Glück. Hallo? Hallo! Verkaufen! Was sagst du? Verkaufen? Verkaufen! Verkaufen? 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 Wirklich verkaufen? Ja, jetzt schnell verkaufen! Nicht mehr kaufen, nicht mehr kaufen! Was sagst du? Na, ein Glück. Okay. Hallo? Hallo! Könnten wir jetzt kaufen? Versuchen wir mal mit kaufen. Was sagst du? Kaufen? Ja, kaufen. Kaufen! Kaufen? Nein, nicht mehr kaufen. Nein, nicht mehr kaufen! Nicht mehr kaufen, nicht mehr kaufen! Was sagst du? Na, ein Glück. Okay, dann versuchen wir es jetzt mal nur mit kaufen. Hallo! Kaufen. Kaufen! Was sagst du? Kaufen? Kaufen! Kaufen? Kaufen! Kaufen? Nicht vielleicht langsam verkaufen? Sieh mal, Juppie, es ist ein Junge! Wie bitte? War nur ein Scherz. Oh nein, nicht schon wieder! Das Telefonat! Hallo, bist du noch dran? Was sagst du? Was? Alles verloren? Ja, verstehe. Gut, bis dann. Wolltest du nicht telefonieren? Bitte, behalte das Telefon. Okay, jetzt habe ich ein Telefon. ja, kann ich denn da irgendwie... So sieht also meine Verbindung zur Außenwelt aus. Abgeschnitten. Und anthrazitfarben. Ja. Benutzen kann ich das auch nicht. Reden mit... Wen Telefon. Soll ich schon anrufen? Du kannst mich anrufen! Das ist lieb, aber ich kenne deine Nummer nicht. Ich habe zwei. Die Lampenschirmnummer und die, wo ich Furzgeräusche mit meiner Achselhöhle mache. Okay. Ich weiß nicht, kann der jetzt noch mit uns reden? Eine Sache noch. Lass mich in Ruhe. Ich muss über mein Leben nachdenken. Okay, das hat sich dann auch erledigt. Wenn wir jetzt mal zum Telefon gehen. Vielleicht können wir dann Knüttel in die Leitung machen oder so jetzt. Was war das? Münzschacht.
Hey, da ist eine Münze drin. Dann nimm die Münze mal. Ein Telefon. Endlich kann ich mit meinem Anwalt telefonieren. Wenn ich mich nur an die Nummer erinnern könnte. Oh, halb so tragisch. Es ist ohnehin kaputt. Der Hörer fehlt. Ich hätte eine Idee. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, wie ich da hinkomme. Gehen wir mal darüber. Dann dahin. Der Bienenmann, ja, dann darüber. Das müsste aber richtig sein hier. Einmal hinten durch. Ja, und dann holen wir uns in irgendeinem Becher. Becher mit Schacht. Und benutzen das Kleingeld mit dem Münzschlitz. Kaffee. Dann nimm. Kaffee. Weil der Bienenmann trinkt ja gern Kaffee, aber hat ja so eine Allergie. Aber den gebe ich ihm trotzdem jetzt einfach mal. So. Dann den Kaffee mit dem Bienenmann. Hier, ich habe dir einen Kaffee gebracht. Sehr aufmerksam. Jetzt kommt wieder irgendwas Ekelhaftes. Ah. Okay, ein Becher mit Ohrenschmalz. Lecker. Geht die Schere vielleicht mit den Cornflakes? Ich verpasse einigen Cornflakes eine Zickzackkante. Auf diese Weise bekomme ich Mini-Ninja-Sterne mit Zimtgeschmack. Dadurch werde ich unbesiegbar. Oh nein. Mein Traum liegt in Bröseln. Okay, das war jetzt nicht so gedacht. Ja, können wir jetzt nochmal mit Hallo ihm reden? Hallo Bienenmann. Hallo Fremde. Nenn mich ruhig Edna. Freut mich, dich kennenzulernen, Edna. Wer ist dein kleiner Freund? Das ist Harvey. Er hilft mir, hier rauszukommen. Servus, ja. Harvey. Nettes Outfit, Alter. Wie war das noch mit dem Ohrenschmalz? Es handelt sich um eine Art allergische Reaktion auf Heißgetränke. Dabei könnte ich jetzt einen Kaffee gut brauchen. Okay, mehr Infos kriege ich aus dem auch nicht raus. Fliege. Nur zu. Ah. Dann gehen wir nochmal. Ich brauche ja Peter noch einen härteren Drink. Du solltest dich Folgendes fragen. Warum gibt Edna sich lieber mit einem Becher Ohrenschmalz ab, als mit mir? Die Antwort? In der Gegenwart des Ohrenschmalzes fühle ich mich deutlich wohler. Okay. Telefon? Tja. Kein Anruf für Peter. Okay. Aufmuntern klappt wohl nicht so wirklich. Ach, ich weiß auch nicht, wofür ich das Telefon brauchte. Ah ne, das war ja die Toilette, das war der Wäschelift. Ich versuche ihn einfach mal mit einem Becher voll Ohrenschmalz zu beeindrucken. Das zeige ich ihm lieber nicht. Ich möchte nicht, dass er schlecht von mir denkt. Das Telefon? Ja. Hallo? Für dich? Orgelbecher? Orgelbecher? Und? Orgelbecher. Ja, die finde ich auch lästig. Orgelbecher! Was? Aber ich brauche eine Audienz beim König. Orgelbecher! Na gut, das sehe ich ein. Muss mir ich verstehe gar nichts. Respekt verschaffen.